Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ja, schon in der zweiten Folge passierte mir ein kleines Malheur und ich erzähle euch, was passiert ist. Und zwar habe ich vergessen, mein Mikrofon einzustecken. Es ist nur die zweite Folge, wo ihr kein Mikro hören werdet. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass es ausgerichtet beim neuen FIFA so ist. Ja, wie gesagt, was hat man gemacht? Wir haben nur einen Spieler verpflichtet. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass genau das ein wenig untergegangen ist, aber ist halt leider so. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, das Ding nachzusynchronisieren. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, ob ich das zusammensteigen kann oder wie auch immer. Na gut, ist halt jetzt passiert und ja, ist halt nun leider passiert. Felix ist mal da. Das haben wir gemacht. In letzter Zeit, wie gesagt, neuen Spieler ausgeliehen. Und wenn der einsteht, können wir natürlich direkt ihn verpflichten mit Kaufoption. 850.000 kostet der. Und ja, ansonsten nur so unseren Spieler so ein bisschen mitgeteilt. Hör mal, ihr könnt nicht mehr spielen. Ich kann nicht an die Spitzengarantie gehen. Wie auch immer, wir starten heute in die Vorbereitung rein mit dem Topspiel. Oder mit dem ersten Spiel gegen Sutton United. Damit wir ein bisschen das Spiel kennenlernen. Ich werde meinen neuen Zugang natürlich in der Start erstellen und werde auch meinen Top-Neutalent Horn in die Startelf mal beordern. Damit das Spiel. Also Eckloff ist neu ausgeliehen von VfB Stuttgart und Horn ist der Jugendspieler für VfB Stuttgart. Na gut, auf geht's. So, also mein Laptop schneidet schon die erste Folge, sodass die relativ pünktlich zum Release rauskommt. Und wir starten heute rein. Ich mache normalerweise diese Trainingssachen gar nicht. Ja, Hindernis wurde getroffen. Verzogen. Na gut gehalten. Die ersten Punkte gehen auf unser Konto. Wir haben es natürlich. Klar sind wir natürlich schon erstmal, weil aber noch keiner gespielt hat. Gut, wir gehen auf jeden Fall rein ins erste Saisonspiel. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn heute darf er erstmals in der Startelf ran. Das Debüt jetzt nur bei uns. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers. Und zwar vom European International Cup. Und das ist natürlich ein Duell, dem die ganze Fußballwelt entgegenfiebert. Ah, das ist schon klasse, dass wir da dabei sein dürfen. Wo stehen die Teams? Was können sie zu diesem frühen Zeitpunkt schon abrufen? Achten wir heute vor allem mal darauf, wie beide personell aufgestellt sind. Und von daher wird das sicherlich ein spannendes und interessantes Spiel heute. Na, das verliert mal ein bisschen mit Jugendspielern, mehr oder weniger. Guter Vorstoß da jetzt. Flanke kommt. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Noch nicht das erste Tor. Knapp. Thank you.
natürlich das Debüt des Trainers. Und da sind wir mal gespannt. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Oh, was für Chance für den Gegner? Ist doch nicht zu glauben. Ah, den hätte er besser platziert. Klar, wäre es wichtig, einen Sieg reinzukommen. Und falls hier noch irgendwelche Bugs auftreten, wie gesagt, es ist der Alltag vor Release, wo ich aufnehme. Es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Chance zur Führung. Ja. Ich muss da unten die Namen einstellen, sonst habe ich ein Problem, oder? Wo geht das? Können wir das überhaupt anschauen? Spiel einstellen. Warte mal. Audio. Spielername. Namensleiste und Anzeige. Alles klar. So ist das, glaube ich, richtig. Ich werde es gleich sehen. Ganz energisch. Ball ist weg. Noten sind ja angezeigt. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, momentan machen wir es doch, vorher war es doch zu viel. Zieh raus! Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig. Erste, zweite kleine Situation. Oder zweite gute Abschlusssituation für unseren Stürmer. Bei diesem Pass. Gut da reingespielt. Jetzt die Gelegenheit. Oh, kein Tor. Und auch die Gäste hier mit dem. Das war natürlich eine Riesenchance. Also die Gäste mit einer so guten Situation. Wenn du mit 17 dein Profidebüt feiern darfst, dann deutet das schon auf eine interessante Karriere hin. Und genau so einen 17-Jährigen werden wir hier. Yes! Jetzt haben wir hier das erste Tor. Das ist doch schon. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schmutz. Na, könnte theoretisch heißen, dass wir den schon verpflichten. Also teuer ist auch nicht, aber wie gesagt, mal schauen. Wir müssen das mal schauen, vielleicht gewinnen wir das Ding hier und dann machen wir mal. Dann verpflichten wir den, vielleicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, gut gelöst. Ja, mal Fehlpass. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Geht jetzt in die Mitte. Gute Chance. Ja, und der Ausgleich. Und dann geben Sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tors. War gut ausgespielt. Er setzt sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Hallo, das. Und damit alles auf Anfang. Oh, bitte nicht, ey. Das ist auch los. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. So, hoffentlich gibt es Geld. Es gibt einen Schiedsrichterin da. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's. Und dann geht auch die Karte in Ordnung. Ich hoffe, dass er da auch spielen kann. Sauber vom Ball getrennt hier. Schön. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja. Da wäre Platz für einen Konter. Das darf jetzt nicht so passieren. Guter Einsatz. Guter Zwischengehen. Unwiderstehlich. Der Ball läuft gut. Flanke kommt in die Mitte. Aber der Glas. Ja, der schafft den Platz. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Der Torwart angegangen oder was? Okay. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Die Chance. Aber am Ende. Gute kommt Situation aus der Distanz. Eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Vielleicht können Sie diesen Angriff jetzt nutzen. Eklos! Viel Pech, knapp drüber, der hätte auch reingehen können. Super.
Neuenberger. Die Mitspieler bieten sich an. Kann über die Außen gehen. Glaube ich, Diskussionen geben, enge Abseitsentscheidung. Abseits. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Pause, Abseits. So. Gehen wir rein in Halbzeit Nummer 2. Ja, das hat mir eigentlich gut gefallen. Wir hätten eigentlich eine Führung verdient gehabt, haben sie aber nicht hinbekommen. Aber es kann ja alles noch passieren. Bisher alles ausgeglichen. Klasse gemacht vom Verteidiger. Ah. George. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Er kann dieses Duell gewinnen. Sie machen ja, so sie entscheiden immer zu spät. Ja, es hat eine Menge Spekulationen gegeben, ob dieser Transfer überhaupt zustande kommen würde. Aber jetzt ist klar, es hat geklappt. Also das möchte ich mal wirklich... Er zieht ab! Ah. Was für eine Möglichkeit. Aber er macht ihn nicht. Das war eine knappe Nummer. Leider nein. Kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Gut gelöst da. Hämmerich ja, über die rechte Seite. Zieht einfach. George! Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Einwurf, der Ball war draußen. Jetzt wechseln sie hier aus. Ja, wir haben doch gar nicht gewechselt, wir werden auch gleich wechseln. Also nur so auf der 75. vielleicht. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Das Ding auf die Reis, der vielleicht jetzt mit dem Sprinter durchgehen kann. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Tut er machen nicht. Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Angriff beendet. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Eckloff. Da geht er vorbei. Mehr ah, die Idee war dazwischen. Gut, aber die Umsetzung scheiße. Tolles Zuspiel. Da kommt der Vorstoß, aber die Fahne ist oben. Abseits. Ja, ja, war zu sehen. Das ist abseits. Aber eigentlich so, gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb auch zu Recht der Pfiff. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Elfmeter. Elfmeter, ganz klar. Handspiel. Na, ah, das ist. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Die Chance jetzt zu erneut. Der wird da links springen, der Keeper. Er macht den Elfer. Aber oben ins Knick. 2-1. Das ist die Wiederholung und wir sehen's. Genauer kannst du den nicht in den Winkel setzen. Der Torwart hat schon angedeutet, dass er nach links geht. Deswegen habe ich ihm gesagt, komm, ziehst du jetzt nach rechts rüber. Ich habe leider nicht mal die Anzeige, wie früher. Aber passt. Das Ding ist drin. Wir führen 2-1 und wären schon jetzt wieder vorne mit dabei. Ist da
das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Und jetzt bitte nicht wie... Es ist eine verdiente Führung, muss ich sagen. Würde ich sagen, ja. Aber wir haben die Chancen gehabt. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ja, da haben sie Platz. Jetzt gut aufgepasst da hinten. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Ja, das gibt Einwurf. Sie stören früh, da ist der Ball. Klar, das hatten wir natürlich jetzt dran. Das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind drauf und dran, noch mal was mal zu machen. Klasse Chance jetzt. Da passt der die Gelegenheit. Knappes Ding. Unnötiger Ballverlust. Und wieder. Sie können über außen kommen. Guter Pass. Macht der Steiniger jetzt. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Schöne Aktion. Schiri, yes! Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber wichtiger Auftakt. So ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Geschafft, liebe Leute. Wir haben es drauf, dran, gepackt. Happy, happy, happy. Das Debüt ist geglückt. Wir haben den ersten Sieg. Und das war ein verdienter Sieg. Ja, doch, klar. Die Statistik sagt auf jeden Fall, klar verdient gewonnen. 11-5 Schüsse, 59% Ballbesitz. Ich denke, es passt. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall den Auftakt gewonnen, 2-1. Gut, wir sind zwar jetzt nicht erster in der Gruppe, ich glaube dritter sind wir jetzt, glaube ich, sogar noch in der Gruppe. Also wir sind in den ersten drei, wir, glaube ich, gehen, glaube ich, weiter. Ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Ja, Newport, Tranmere und... Ach, das ist okay. Ja, so. Newport, Tranmere, 0-2-0. Wie ist denn die Tabelle aufgebaut? Was ist das für eine Tabelle? Ach, das ist eine Achtergruppe. Ah, okay. Also Newport vorne, dann vier unter den ersten dreien. Mit dem Auftaktsieg. Okay, ich dachte, es wäre so eine Fünfergruppe, dann wäre vielleicht sogar nicht mal so. Aber sehr, wir haben gewonnen auf jeden Fall unser erstes Spiel. Und das zweite Spiel, morgen gegen Newport, sehen wir uns dann an. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Hier bei Let's Play FIFA 23 mit der Karriere mit Bayreuth. Bis dahin. Ciao.